Servus Bernhard, heute im Angebot Heavy Metal. Ich bin heute unterwegs mit Kawasaki VN 1600 Minstreak, Baujahr 2006. Gewicht knapp 300 Kilo trocken, also über 120 Newtonmeter Drehmoment. Cruisertypisch sitzt man hier recht tief, Fußraster sind ein bisschen weiter vorne angebracht, aber nicht zu extrem. Man fährt in leicht gebuckter Haltung, man kommt aber noch sehr gut an die Lenkstange. Sitzposition, ja, ganz entspannend ist das jetzt nicht, aber ich habe auch schon 700 Kilometer mit der Minstreak an einem Tag zurückgelegt, hauptsächlich Landstraße. Es geht genauso. Am Abend weiß man allerdings, was man den ganzen Tag lang getan hat. Man wirft die Maschine an und man hört einfach den Hubraum. Es ist aber nicht zu laut. Eingetragen ist die mit 94 dB Serie. Damit sollte man sogar nach Tirol einreisen dürfen. Trotz der ganzen Beschränkungen, die dort herrschen. Fünf Gänge, die schalten sich ziemlich rustikal. Also man spürt, dass da jede Menge Mechanik im Spiel ist. Vor allem, wenn man vom ersten in den zweiten Gang hochschaltet, das wird mit einer Geräuschkulisse begleitet, als würde man eine Pumpgun durchladen. Ich finde es einfach geil. Und man hat auch im fünften Gang bei Tempo 60 noch jede Menge Drehmoment zum Rausbeschleunigen. Aber das ist ja cruisertypisch. Motor hat schöne, satte Vibrationen, ist aber nicht unangenehm. Es passt einfach zu einer Cruiser. Was das Fahrwerk betrifft, so hat man Cruiser untypisch sehr viel Rückmeldung vom Vorderrad. Wobei diese Rückmeldung teilweise auch recht trocken ist. Hinten hat man Stereo-Federbein, dementsprechend ist auch das Verhalten am Hinterrad. Man merkt schon, dass da ein bisschen Bewegung in die Bude kommt. Das ist aber alles noch ordentlich im Rahmen. Die Vordergabel, die ist seinerzeit von der ZX9R übernommen oder besser gesagt adaptiert worden. Dementsprechend kann man die Streaky auch recht flott bewegen. Und trotz der 300 Kilo, wenn die mal in Bewegung ist, dann kann man mit der auch relativ gut um die Ecken fahren. Bodenfreiheit ist auch relativ okay. Die zwei Stereo-Federbeine, die machen ihren Job gut, sind natürlich eher gemütlich abgestimmt. Ich habe sich komplett zugedreht und es passiert trotzdem, dass man hinten ein-, zweimal nachschwingt, wenn man durch eine Senke fährt. Was allerdings auch dem Charakter dieses Motorrades natürlich passt. Klassische Armaturen, zwei Rundinstrumente, ein Mini-Display. Spiegel sind ziemlich großformatig. Man sieht aber ziemlich gut, was hinter einem los ist.
Und wie man hier vorne sieht, das ist schon einiges an Metall an dieser Maschine. Ab ungefähr 1800 Umdrehungen kommt die sauber. Jetzt probieren wir es bei 1500 Umdrehungen. Eins. Ja, da braucht die eine Sekunde, bis sie anfängt zu drehen. Und unter 1400 beim starken Beschleunigung, da merkt man, wie sich der Motor dagegen wehrt. Und ab 2000 kommt der Motor so richtig schön und fängt an, sauber zu drucken. Natürlich braucht die Fuhre ein paar Meter, bis sie stehen bleibt. Ist ja auch nicht das leichteste Motorrad auf dem Markt. Aber das muss man einfach mit einkalkulieren. Dann kommen wir zum Fazit. Zum Thema Kawasaki Minstreak VN 1600. Typischer Cruiser. Schwer, wenn sie aber einmal ins Rollen kommt, dann ist die sogar erstaunlich fahrdynamisch. Das war auch die Kawasaki-Philosophie bei der Entwicklung der Minstreak. Alles abbauen, was unnötig Gewicht verursacht. Vernünftiges Fahrwerk, vernünftige Bremsen, vernünftige Schräglage. Und das hat sie alles. Wie man sieht, die Gabel hier runter. Die Aufnahmen sind massivst, die Bremsen, die können wirklich was. Schräglagenfreiheit auch ausreichend vorhanden und natürlich wunderschön anzusehen. Und obwohl man mit der auch angasen kann, ist das ein Motorrad, um zu entspannen, mit 80 km/h im fünften Gang bei 2000 Umdrehungen herumzublubbern, sie nicht stressen zu lassen. Das macht sie sehr gut. Das war mein Bericht über die Kawasaki VN 1600 Minstreak. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben, bitte das Abo-Button drücken und wir sehen uns dann im nächsten Video.